Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich freue mich riesig, euch endlich wieder hier begrüßen zu dürfen vom schönsten Turniergelände der Welt in der Aachener Sörs, vom CIO Aachen. Es geht endlich wieder los und damit darf ich euch auch endlich wieder in unserem CIO Aachen Magazin begrüßen, denn wir nehmen euch wieder mit hinter die Kulissen und zwar von heute an bis einschließlich Sonntag. Und so viel sei schon mal verraten, es wird in diesem Jahr definitiv very British, denn Großbritannien ist in diesem Jahr unser Partnerland. Aber wir wollen mit etwas anderem starten, ohne dass der CIO einfach nicht denkbar wäre. Klar, die Pferde. Und zwar haben wir das Siegerpaar des Rolex Grand Prix des letzten Jahres begleitet. Hier sind Gerrit Nieberg und sein Ben. Wir sind vor jetzt gut 3 Stunden losgefahren zu Hause, also circa genau 200 Kilometer. Die Fahrt ging sehr gut. Hatte eine nette Begleitung hier mit meiner Pflegerin Vero. Ist immer entspannt, wie immer. Jetzt haben wir hier eine kleine Schlange noch. Muss wahrscheinlich kurz warten. Und dann da anstellen. Ja, ja. Es gibt viele, die da hinterherfliegen oder beim Auto fahren, aber. Ich bin auch irgendwie gerne dabei und gucke, dass bei der Fahrt alles läuft und dann beim Ankommen, beim Abladen bin ich ja, wie gesagt, gerne dabei und gucke, dass alles richtig läuft, wobei ich meiner Pflegerin da auch vertraue, dass sie das auch alles richtig macht und habe da ein gutes Gefühl, wenn sie auch mal alleine losfährt, dass das alles richtig funktioniert. Entspannt und auch wenn wir auf dem Turnier ankommen, ist immer sehr entspannt. Das Allerwichtigste, Ben ist gut in Aachen angekommen und ich möchte nicht uncharmant sein, deshalb fast genauso wichtig, auch Gerrit ist gut in Aachen angekommen. Gerrit Nieberg, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du ein bisschen Zeit für mich hast, weil du bist ja ein gefragter Mann. Im Moment tatsächlich ja, ist wohl so, ne? Wie ist es wieder hier in Aachen zu sein? Ja, super cool natürlich. Also die Vorfreude ist jedes Jahr groß, dieses Jahr noch ein bisschen größer nach dem Erfolg vom letzten Jahr im großen Preis. Ich habe mich besonders darauf gefreut und ja, freue mich umso mehr, jetzt wieder hier zu sein. Ich habe mir tatsächlich den Ritt auch vorher noch mal angeschaut. Das war schon eine schöne Schlusslinie, oder? Finde ich auch. Wir haben alles riskiert, hat geklappt zum Glück und ja, es hat sich einiges verändert seitdem. Was denn so? Anrufe wurden doch deutlich mehr und das Interesse der Medien wurde größer und es war ein sehr nachhaltiger Sieg. Also es kommen jetzt immer noch Glückwünsche, was sonst vorher nicht passiert ist. Ja, ich habe so ein bisschen Gänsehaut in dem Moment, wer in Aachen gewinnt, wer da auf der Siegertafel steht, das verändert schon das Leben wahrscheinlich so ein bisschen. Du hast gerade gesagt, die Vorfreude, wieder hier zu sein und jetzt hier zu reiten, ist groß. Wie sieht es denn so mit dem Druck aus? Ist der Druck auch höher? Weiß ich nicht. Mit Sicherheit ist die Erwartungshaltung größer. Mit Sicherheit guckt der ein oder andere noch mal ein bisschen genauer hin. Ich versuche mich da jetzt nicht großartig von aus der Ruhe oder von meinem Plan irgendwie ablenken zu lassen. Ich versuche mich dann, wenn es darauf ankommt, auf mich und mein Pferd zu konzentrieren und einfach ja, zu reiten, ganz normal. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade irgendwie aufgeregter als er, so ganz gechillt, oh, reiten wir mal so ein bisschen Aachen. Was sind denn die Pläne für diese Woche? Was reitest du und was wären deine Wünsche, was da hinten so bei rauskommt? Klar, der Wunsch ist natürlich, am liebsten noch ein zweites Mal da auf der Tafel zu stehen. Da bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige, der den Traum hat oder das Ziel. Ich gucke erstmal, es geht jetzt erst los. Ben geht morgen ein kleines Springen, dann wird er wahrscheinlich am Freitag das schwere Springen gehen, Preis von Nordrhein-Westfalen und dann am Sonntag den Großpreis.
mal gucken, da spielen ja viele Faktoren zusammen, die da dann zusammenkommen müssen. Insofern bin ich gespannt, aber bin guter Dinge, dass wir eine gute Woche haben, weil sich Ben gut anfühlt und sich hier in Aachen sehr wohl fühlt. Wir haben Ben vorhin in dem Clip schon so ein bisschen kennengelernt. Wir wollen ja immer so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Deshalb verrat uns doch mal so ein bisschen selber noch mal was über Ben. Wie ist er? Gibt es Eigenarten, die wir alle noch nicht kennen, wo du manchmal vielleicht die Augen rollst oder du denkst, ja, das ist er. Wie ist Ben? Ben ist zu Hause relativ entspannt und ruhig. Wenn er aufs Turnier kommt und merkt, dass es jetzt gleich losgeht, dann schaltet er noch mal einen Gang höher. Man merkt doch, dass er da sehr motiviert ist. Und ja, das macht ihn vielleicht auch einfach aus. Einfach so sein Wille, sein Kampfgeist, dass er einfach im Parcours dann 100% geben möchte. Und das hilft uns natürlich hier in Aachen ganz besonders. Welchen Snack bekommt er, wenn er hier nochmal auf der Siegertafel mit dir landet? Dann bekommt er nochmal einen Apfel mehr als eh schon. Super. Vielen, vielen Dank. Ich drücke fest die Daumen. Und vielleicht sehen wir uns ja hier dann nochmal wieder nach der einen oder anderen Prüfung zum Siegerinterview. Würde mich freuen. Danke für deine Zeit. Danke. Bevor es für Ben und seine Stallkollegen losgeht, wird erstmal geschaut, ob die Vierbeiner fit to compete sind. Und das passiert bei der Horse Inspection. Beim Wettcheck passiert es eigentlich nur, dass man einmal mit den Pferden hin und her traben muss und dass dann die Tierärzte einmal gucken, ob die Pferde auch fit sind. Und das geht eigentlich am Ende relativ schnell, also relativ unspektakulär. Muss ich kurz anstellen, warten und dann einmal hin und her traben. Und im Normalfall geht dann eigentlich alles gut und dann kann das Turnier losgehen. Ja, meistens mache ich selber, aber je nachdem, wahrscheinlich nimmt meine Pflegerin jetzt auch einen und ich jetzt noch einen und dann sind wir auch schnell fertig damit. Tipptopp, so soll das sein. Die Pferde haben den Wettcheck passiert und können jetzt hier im Hauptstadion an den Start gehen. Andere Pferdesportler waren in diesem Jahr in der Aachener Söhrs schon hoch erfolgreich unterwegs. Und zwar haben die Voltigierer am Wochenende die Albert-Wahle-Halle wirklich zum Kochen gebracht. Mittendrin statt nur dabei unsere Magazinreporterin Juliane Barth, auch bekannt als Julis Eventer. Sie hat dem Kölner Team Norca über die Schulter geschaut. Ich bin Juliane und ich darf heute mal das Voltivieren begleiten für das Tio Aachen Magazin. Werde euch ein paar Einblicke geben können zu Team Norca. Die starten nämlich heute im Nationenpreis Voltigieren. Und ich bin natürlich sehr gespannt, weil eigentlich bin ich so ein bisschen fachfremd. Und werde mir auf jeden Fall mal den Trainer schnappen, dass der mir ein paar Sachen erklärt. Und natürlich generell das Team begleiten bei den Vorbereitungen, beim Fertigmachen. Jetzt kommt gerade schon das Pferd rein hier in die Halle. Und das wird auf jeden Fall alles ganz spannend. Sag mal, Torben, ich bin ja quasi fachfremd, so ein bisschen. Erzähl doch mal, was das Besondere für dich am Voltigieren ist. Das Besondere am Voltigieren ist für mich tatsächlich die Kombination aus Pferdesport und Touren. Also es ist ganz, ganz vielfältig. Also wie wir turnen und wie wir aufs Pferd einwirken und untereinander wirken, das bestimmt auch die Leistung. Mhm. Und das ist gerade das, was bei gutem Voltigieren gar nicht so gesehen wird. Dann sieht es halt einfach nur einfach aus und harmonisch. Aber das macht tatsächlich einfach den guten Sport aus. Das ist ein bisschen wie beim Reiten. Ne? Wenn man nichts sieht von den Hilfen, dann ist gut. Geht ja? Genau. Und dann ist es super. Wie sind denn deine Erwartungen jetzt für heute? Hoch. Als Trainer? Aber ihr gewinnt doch immer, habe ich gehört. Ja, also ich habe immer so Team Norca. Alles ihr gewinnt doch immer. Dies ist ein bisschen besonders, weil aus dem alten Team, was so die letzten Jahre immer erfolgreich war, gibt es nur noch zwei, die im Team sind. Mhm. Und die waren letztes Jahr die Kleinen. Und das Team ist eigentlich komplett neu formiert. Und wir trainieren erst seit Oktober, November letzten Winter zusammen.
Und wir haben wirklich gesagt, wir gucken mal, wie es läuft und wir lassen uns überraschen. Wir geben natürlich unser Bestes und wollen gute Leistung bringen. Das will man ja immer. Konnten gestern auch die Kühe gewinnen und hoffen natürlich, dass wir das heute auch können. Dann schauen wir das mal an, ne? Wir gucken. Viel Glück. Dankeschön. Wie unerwartet war das? Auf jeden Fall sehr unerwartet. Also wir sind hier hingekommen mit der Einstellung, einfach eine schöne Runde abzulegen, mit uns selbst zufrieden sein, mit einem neuen Team immer wieder weiter ein Stück zusammenzuwachsen. Und dass da jetzt so ein großer Preis, so ein großer Gewinn draus geworden ist, das ist überwältigend. Das ist ja krass. Was für eine Mega-Stimmung. Aber nicht nur die Voltigierer haben das Aachener Publikum absolut verzaubert. Auch bei Pferd und Sinfonie wurde wieder richtig was geboten. In diesem Jahr war unter anderem auch Lisa Röckener da, bekannt als Social-Media-Star mit ihrem Herzenspferd Walu. Und sie hat uns die Vielseitigkeit aus einem ganz anderen Blickwinkel gezeigt. Ich glaube, ich muss mir so umziehen, denn so brauche ich nicht in die Show. Ja. Schauen wir mal, oder? Schauen wir mal. Hallo. Und wehe, du lässt das nicht drin. Weil du guckst, ist gut. Ist gut. Ich würde sagen, eigentlich wie fast immer Bombenstimmung, alles super. Wir sind gut drauf, wir sind gut vorbereitet, wir sind 10 Minuten vor der Zeit, das ist auch immer gut. Und ich würde sagen, es kann eigentlich einer guten Show nichts mehr im Wege stehen. Also richtig aufgeregt, dass man jetzt irgendwie denkt, oh Gott, ich will da gar nicht rein. Das habe ich zum Glück nicht mehr, auch nicht in Aachen. Aber eine gewisse Grundspannung ist immer da und das ist auch gut so. Denn genau die braucht man, um, glaube ich, dann auch super abliefern zu können. Also ich freue mich mega, erste Mal in Aachen. Ich bin sehr gespannt, wie das Publikum reagiert, wie Walu auf das Publikum reagiert. Das kann man vorher auch immer nicht sagen, aber ich glaube, wir sind gerade in einer ganz guten Phase und ich freue mich einfach drauf. Wir hatten einen mega, mega Abend, eine geile Show und das Publikum war der Wahnsinn. Die waren von Anfang an dabei, Walu war gut drauf. Also was will ich mehr? Ich bin mega, mega happy. Großartig, oder? Und genau deshalb bleiben wir auch noch ein bisschen bei Pferd und Sinfonie, denn die Show hatte noch einiges in petto. Das Motto des Abends war All You Need Is Love, was logischerweise an die Beatles erinnerte und für große Gefühle und britisches Flair sorgte. Ganz besonders zauberhaft war die Kür der britischen Doppelweltmeisterin Lottie Fry zur Live-Musik des Aachener Symphonieorchesters.
Ach, das war schön, oder? Und macht definitiv Lust auf mehr. Auf mehr Dressur, aber auch auf mehr Großbritannien. Und ich kann es kaum erwarten, unser Partnerland gleich in der Eröffnungsfeier glänzen zu sehen. Glänzen ist übrigens ein gutes Stichwort, denn die Household Cavalry ist extra aus Großbritannien angereist, um während der Eröffnungsfeier den berühmt-berüchtigten Musical Ride zu präsentieren. Wir durften vorab schon mal bei den Proben ein bisschen reinspinksen und die Pferde kennenlernen. Yes, we arrived on Wednesday after a long, very long coach journey. The last couple of days here in Aachen have been wonderful. The heat here has been something we've had to acclimatise and get used to. Our horses in particular, they're big animals and majority of them are all black. The ones that aren't are the greys, they're the trumpet horses. And then Friday, start mounting up, having a good few rehearsals, and horses again, getting used to the area, seeing the sights, all that sort of stuff. Horses all behaved very well, which was nice. We had our first run through in what we call MRO, so this is a mounted review order. So this is the full state ceremonial dress with jack boots up to the thighs, state helmet, cuirasses, and it was pretty warm activity. To actually get dressed, it takes about half an hour. And you have to have people help you put the cuirasses on and the straps. It's not the most particularly comfortable outfit that I've ever worn, but it looks particularly smart. I think it went really well. We have a few things to tweak for our second run through today, and then hopefully we'll be all set for the opening ceremony on the 27th. The thought that we're going to be going in front of there on Tuesday in front of 40,000 people is just it's a pinch your skin moment. It's incredible. But yeah, so it's very, very special. Ich würde sagen, das lässt die Vorfreude auf eine richtig tolle Eröffnungsfeier definitiv steigen. Bevor es für die Teilnehmer aber im Springstadion auf den heiligen Rasen geht, geht es für die Prominenz erstmal hier über den roten Teppich der Media Night. Und das ist das beste Zeichen für eins, dass es bald losgeht und der CIO Aachen 2023 offiziell eröffnet wird. Ich freue mich riesig auf heute Abend und auf eine ganz, ganz tolle Woche. Und vielleicht ist der eine oder andere von euch ja auch live hier in der Aachener Sörs mit dabei. Falls ihr heute bei der Eröffnungsfeier nicht da sein könnt, habe ich noch einen Tipp für euch. Ihr könnt einfach um 20.15 Uhr beim WDR einschalten. Da wird das Ganze live für euch übertragen. Also da einschalten und nicht vergessen, morgen wieder beim CIO Aachen Digital Magazin. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!